Ja, das Thema KI, das hat mich schon interessiert. Während meinem Studium, nach meinem Studium, hatte ich Kontakte zur Hochschule in Kaiserslautern, wo es verschiedene KI-Projekte gab. Dann gab es mal so eine Eiszeit in der KI, aber die ist jetzt um. KI ist den Kinderschuhen entwachsen. Wir haben jetzt Lösungen, die man ernst nehmen kann, die man produktiv im Data Center einsetzen kann. Eine Lösung heißt von uns Mainframe Operational Intelligence. Wir haben hier eine KI. Software, die in der Lage ist, kontinuierlich Daten aus dem Data Center, aus dem gesamten Data Center zu erfassen, Massendaten, diese Massendaten anhand derer zu lernen, anhand diesem Lernen dann Situationen zu erkennen und die Betriebsmannschaften im Data Center zu informieren, bevor solch kritische Situationen eintreten. Und das macht das Thema so interessant für einen effizienten und sicheren Rechenzentrumsbetrieb. Also die KI kriegt im Prinzip von allen möglichen Quellen Performance-Metriken, Systemmonitore, Netzwerkmonitore, Datenbankmonitore und so weiter, auch von Applikationen und stellt diese Metriken quasi in einen Zeitablauf dar. Lernt dadurch das normale Verhalten der Metriken über einen gewissen Zeitraum und kann also erkennen, dynamisch, wenn Ausnahmen eintreten. Also in so statischen Thresholds, die fix sind, lernt diese KI kennen, wann eigentlich ein Problem auftritt. Kann natürlich auch dadurch, dass viele Metriken hier einfließen, diese Metriken korrelieren, ja, und auch unterschiedliche Metriken zusammenfassen, wenn sie immer gemeinsam passieren. Wenn man diese Metriken erkennt, kann man natürlich auch den Verlauf der Metriken in einem gewissen Zeitraum vorhersagen und eben erkennen, wann jetzt eine solche Cluster unter Umständen eintreten kann. Ich kann dann natürlich auch, wenn hier ein Alert passiert, Notifications absenden, E-Mails oder auch eine automatische Reaktion anstoßen, die eben das Problem lösen kann. An der Ecke geht es einmal um das Verständnis der Betriebsmannschaften, dass man dieses Verständnis schafft, was ist eigentlich mit KI möglich, wie sehen die Einsatzszenarien aus und dann über das Verständnis der Betriebsmannschaften durch den Einsatz der KI auf greifbare Use Cases zu kommen, das ist die Herausforderung, der man sich stellen muss. Also technisch sehe ich keine Probleme. Hier geht es darum, die Mannschaften im Data Center mitzunehmen, für das Thema zu begeistern und auch zu bewusst zu machen, dass hier nicht KI Arbeitsplätze vernichtet, sondern KI, künstliche Intelligenz, schafft Arbeitsplätze in Deutschland und sichert Arbeitsplätze in Deutschland.